Ich bereue es so sehr, Alter. Und zwar, wir kommen zum neuen Song von Olexesh. Ich habe von Olexesh, boah, ihr wisst das, ne? Jede Single, die letzten, ich weiß gar nicht mehr wie lange, letzte halbe Jahr, Jahr oder so, jede Single, ne? Mit seiner Hausdinger, mit dem Roboter, mit diesem Alien und alles, ne? Es hat keinen Schwanz interessiert. Keinen, wirklich keinen. So. Nur Liebe. Und jetzt auf einmal macht er mit den ganzen Rap La Rue-Leuten Songs und sonst was. Und jetzt auf einmal heißt es, Alex, hast du das nicht gehört? Nee, ich habe Pistolette, habe ich jetzt mal, leider habe ich verpeilt. So habe ich nicht hingekriegt. Haaland habe ich auch nicht gehört, Nee, aber wenigstens gehen wir da jetzt rein. Was ist das eigentlich für ein Thumbnail? Die Matrix, da fehlt eigentlich nur Keanu drauf. Scheiße, Alter. Okay, wir haben Motorsport, heißt der Song. Okay, okay, okay. Produziert von 808 On The Key und Eki. Okay. 100k Film. Okay. Mit Illo. Krass. Also, ja, warum nicht? Also, Illo ist ein sehr unterhaltsamer Typ, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, allein bei dem einen Song mit Avi, ich weiß nicht mehr, wie er da, aber das war schon, wo er so, irgendwie so in den Part reinkam. Todeswitzig gewesen, ne? Motorsport. Hatten wir nicht letzte Woche einen Song von Dardan und AZ? Aber das war nicht Motorsport. Bin ich mal gespannt. Was für eine Mucke machen die? Ah! Okay. Afro-Trap. Das war das negativ. Verstanden, negativ. Okay, der wird hart. Der wird hart. Meine Stimme, wie sie abbekommen, langsam in den Beat steigt ein, der Scheiß kaum fällt. Ich hab genug Modi, wie sie alle überfordert, deine Zahlen, was für echt Mutter fährt nicht selbst. Warte mal. Ey, man. Illo schon wieder am Rumtanzen, ne? Wenn ich das schon wieder sehe. Hast du meine Stimme, wie sie abbekommen, langsam in den Beat steigt ein, ja, ich weiß kaum fällt. Ich hab genug Modi, wie sie alle überfordert, deine Zahlen, was für echt Mutter fährt nicht selbst. Ne, ich sag's euch ehrlich, ne? Illo ist für mich so ein Typ, den musst du eigentlich bei Konzerten irgendwie vorne so. Illo, keine Ahnung, wo der dieses Talent her hat, ne? Also. Wie sie fallen, ich mach locker volle Halle, das ist Bucke für die Jungs auf Flex. Schon wieder dein neuer Steffenwagen, ich hab gar nichts mehr am Magen. Lass dir sagen, aber nein, ich hab gar nichts. Zwischen Blocks und die Socks, Bäume platzen auf Rocks. Schließ dich ein und pump mein Album beschwock. 300 Grad, hacke dich auf Red Label. S.O. Treffpunkt, greifen der Basen. Ich werd gefickt, 3-5 ist im Bunker, KGB-Style. Ich sorg für Umsatz, das hier ist ne ganz klare Nummer. Du weißt, wie ich rap, also fick dein Fall. Aber jetzt auf einmal kommen sie alle da drauf, ne? Auf einmal machen sie es alle. Finde ich ganz geil, muss ich sagen. Wird ein spannendes Jahr. Geht auf jeden Fall vom Tempo her. Ja, erinnert an den ein oder anderen Raff-Song. Sonst würde ich gerade sagen, gehen höchstens noch AZ und Dardan in diese Richtung. Sonst tatsächlich keiner. Und dass jetzt einer der großen, alten Stars, sage ich jetzt einfach mal, wie gesagt, mit Newcomern zusammen auf sowas Songs macht, heißt einfach nur, es ist angekommen. Es ist endlich angekommen. Nach Palmen aus Plastik etc. Hat sich kaum jemand getraut. Wie gesagt, außer jetzt ne, AZ und so weiter. Aber sonst irgendwie so gut wie keiner. Und jetzt ist es, glaube ich, langsam endlich wieder angekommen. Ne? Das ist die Kawasaki grün lackiert. Neuer Benz-Verkäuferin hat mich bar abkassiert. Verfolgt das Ziel. Kopf ist kahl rasiert. Augen hast die sie erkennen. Oh, sogar maskiert. Das Motorsport. Auf der Straße fließt nur Wodka, kein Chandon. Na, Moonblock, mein König, na. Das ist doch, das erinnert mich an den Song von Avi mit Illo und so weiter. Ah, nein, Moonblock. Na. Nur, dass Avi da so, ne, chilliger in der Hook, glaube ich, gesungen hat. Das Motorsport, auf der Straße fließt nur Wodka, kein Chandon. Ja, hier riecht es nach Benzin, nicht nach Komfort. Hille, lass du meinen Puls, er steigt enorm. Davon die Korps, spring die Blocks. Surprise, surprise. Baby, habe Smoking Rap. Karton von Nike, doch ich piss auf deine Birking Bag. Was? Auf die Birking Bag? Der Typ ist ein Star, ne? Jetzt mal ernsthaft. So, egal, was man jetzt zur Musik sagt oder sonst was, der Typ hat eine Ausstrahlung, ne? Eine Energie. Hat man schon bei den Dingens gesehen, natürlich. Der supportet. Wenn du den als Freund hast, das ist ein 100% Supporter. Finde ich sehr, sehr geil. Deine Barking Bag, Reda kommt weg, halt die Nase zu in Cousina. Beta und Stash, verliert den Faden, seh ich ab wie
Bei dir nicht. Auch den Husky, ja, ja, ja. Ich muss sagen, ist ein stabiler Part so vom Vibe gewesen. Text bin ich jetzt ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen raus gewesen. Ich fand das am Ende am besten tatsächlich, diese Melodie, die er da gesungen hatte. Gerade eben kurz davor, ne? Aber ich fand Oleksesh hatte eine Energie, wo Illo jetzt rein vom Rap, glaube ich, irgendwie für mich nicht rankam. Illo hat für mich, finde ich, andere Stärken. Das Blut und Sport, auf der Straße fließt nur Wodka, kein Chandon. Ja, hier riecht es nach Benzin, nicht nach Komfort. Lass nur meinen Puls, er steigt enorm. Davon die Korps, spreng die Blocks. Boah, der Bass, ne? Oh. Error. Laufe mit 20 Mann durchs Zentrum, raus aus dem Brennpunkt. Kommt schon wieder ein Album? Das ist das Lied mit Bones. Oh, das Ding wird ein Sommerbanger, Mann. Am 10. Mai kommt das schon. Geil. Träume von Cabrion. Wach auf der Couch, auf verdammt und doch in mein Cabrion. Boah, Bruder, da freue ich mich drauf. Also ich sag, einerseits freue ich mich, dass immer mehr Leute diese Richtung machen. Andererseits muss ich sagen, wird's schwierig dieses Jahr, da rauszusuchen, was so die Favorites werden. Das wird, glaube ich, sehr, sehr unterhaltsam. Aber ich muss sagen, Energie war cool. Bin mal gespannt, wie es weitergeht.